Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Legendary Edition. Project Overlord war unsere letzte Mission und seitdem sind bei mir ein paar Wochen vergangen, wo ich Mass Effect gespielt habe und jetzt bin ich wieder rein. Mich juckt es jetzt wieder. Die Folge ist jetzt draußen auf YouTube und will jetzt weitermachen. Und zwar haben wir ja noch den Warlord, den wir rekrutieren müssen. Das ist der Dr. Okay. Okay, Dr. Oetker. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, tausendlange Erfahrung im Kampf und Strategie, angeblich vertraut mit Kollektorentechnologie. Dr. Ich sag jetzt Dr. Oetker. Das klingt einfach witzig. Ein Waller, der in den organischen Rebellion gekämpft hat. Will das organische Volk von den Genophage befreien und soll mit den Kollektoren Kontakt aufgenommen haben, um Technologien von ihnen zu erhalten. Er hält sich zurzeit in dem Lager der Blue Suns auf Kolos auf. Details über seine Verbindung zu der Söldnergruppe sind nicht bekannt. Naja, das klingt nach Stress. Und ich bin schon mal in das Sonnensystem reingeflogen. Und ich würde sagen, wir schauen mal vorbei. Ich hoffe, das Soundproblem ist jetzt mit dieser Folge auch gelöst. So, Kolos, da sind wir. Und dann sagen wir mal landen. Also für alle, die den Text lesen wollen. Ich scroll mal ganz langsam durch. Ihr könnt es dann pausieren, wenn ihr möchtet. Und los geht's. Wen nehme ich mit? Ich nehme die Verrückte mit. Und ich nehme immer mit. Ich denke, das passt so. Das passt auch. Ihr macht es ja sowieso automatisch. Und von den Waffen her will ich jetzt nochmal durchschauen, was wir jetzt hier alles haben. Präzisionsgewehr. Matis. Ich nehme mal die. Was haben wir jetzt hier noch alles? Ne. Schwere Pistole. Überaus präzise und tödliche Schuss, effektiv gegen Panzerung, aber schwach gegen Schild und biotische Barrieren. Das passt eigentlich so. Blockiert aber. Schnellfeuergranatwaffe, der von einfach vorsicher. Ne, ich glaube, wir lassen das erstmal alles beim Check. Das ist eine Plasma-Schrotflinte, das ist okay. Handkanone. Das passt auch. Und bei Said. Ja. Kollektor. Ah ja, stimmt, der hat ja das Ding da. Okay, los geht's. Keine Ahnung, ob Okia freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Euer Ziel ist Perfektion. Na toll. Ich will diese Person. Wie ging das jetzt alles nochmal? Ich hätte gern mal die Waffe hier. Konzentriert bleiben. Wir suchen einen Kogana Warlord. Verstanden. Kein Problem. Wie konnte ich noch mal in Deckung gehen? Ach, mit Leertaste. Das kommt davon, wenn man länger nicht spielt. Sekunde! Gehe in Deckung! Gehe in Deckung! Was ist hier passiert? Naja. Oh, wow. Da fliegt irgendwas echt Großes. Oh. Okay, ich hätte vielleicht den Text am Anfang doch durchlesen sollen. Dann hätte ich jetzt einen Plan gehabt, was hier los ist. Achtung! Beobachtungsposten voraus! Und Sie wissen, dass wir hier sind. Alles klar.
mal, was ist mit Said? Schon unterwegs. Okay. Wie konnte ich nochmal sagen, das soll mir wieder folgen? Geh schon. Sekunde. Ja, aber ich muss dann später nochmal kurz ins Handbuch reingucken. Scheiße, scheiße, es hört nicht auf zu bluten. Ich werde... Mistkerl! Sieht gar nicht so schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medigel. Aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jedor hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Es ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jedor will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Bitte was? Wovon redet er? Jedor führt eine Gruppe Blue Suns an und lässt Kroganer herstellen, weil sie eine Armee will. Aber die sind alle wahnsinnig. Knallhart, aber total verrückt. Das ist dämlich. Für weniger Geld könnte man eine ganze Söldnerarmee anheuern. Keine Ahnung. Ich ziele, schieße und kassiere dafür Credits. Vielleicht ist in den Labors was Besseres. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was ich ihm sagen soll. Funkspruch nicht beantworten. Funkgerät, werden Sie sie los, führen Sie ihn in die Irre. Ich mach mal Letzteres. Vermutlich werde ich es bereuen. Sie haben den Mann gehört. Er braucht eine Wegbeschreibung. Ich habe die nötigen Informationen nicht. Bevor ich sie, wie üblich, sammeln konnte, sind Sie schon aufgetaucht. Sie haben ganz andere Probleme. Patrouille, Feind östlich von Station 2 gesichtet. Ja. Verstanden. Östlich von 2. Mistkerl, Sie werden ahnungslos mitten in die Kroganer laufen. Haben Sie Okir gesehen? Weiß er über all das Bescheid? Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Kroganer rauskommen. Ich habe hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Wird Jedors Labor schwer bewacht? Wir haben große Geschütze, um Schiffe auf Distanz zu halten. Auf einen verdammten Kommandotrupp sind wir nicht eingerichtet. Okay, dann schauen wir da mal vorbei. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Lustig. Dachte ich mir auch. Weiter. Unser Warlord ist irgendwo in Jedors Labor. Aber die ganze Sinnhaftigkeit hinter dem Ganzen ist mir noch nicht so ganz schlüssig. Oh, scheiße. Okay. Das ist was für die Scharfschützen. Die anderen, kommt jetzt auch mal wieder mit? Okay. Ich muss jetzt mal ganz kurz nachschauen. Bei der Steuerung, wie der Befehl ist, dass die wieder mitkommen. Schießkonfiguration kann man. Das ist nicht das, was ich suche. Tastenzuordnung. Schritt nach links gehen, Benutzerdeckenkarten. Nee. Das ist alles nicht das, was ich haben will. Kommando Hood. Befehl formieren. Ach, mit C. Alles klar. Kein Problem. So, der Rät. Wow, 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 wow. Ich bin an ihn dran. Ey, ihr zwei, könnt ihr jetzt auch mal was machen? Ich hab's Gefühl, ich mache hier alles alleine. Komm, schau mal kurz raus, bitte. Ich möchte ein Foto machen.
Oh, wow. Jetzt geht's hier ab. Oh, Medizinkit für uns Credits. Lass mal ganz kurz husten. Ah, Entschuldigung. Okay. Also soll heißen, die haben jetzt hier die Krogana züchtet für die, für seine Privatarmee. Und deswegen sieht das alles hier so komisch aus. Das ist alles so ein bisschen sehr verwirrend. Mann. Nichts kann mich aufhalten. Ich meine, ich würde es den Kroganern echt zutrauen, dass sie in der Wahnsinnigkeit sowas hier machen, aber. Ja, da muss dann noch irgendwie was mehr haben. Moralisch, glaube ich, muss ich nichts dazu sagen, dass das natürlich alles andere als gut ist. Haben wir hier nur welche Kollegen? Nee. Aber ich habe keine Munition mehr. Ich will mal Scharfschützen. Konnte doch? Ja, genau. Hier hast du nichts zu bieten. Ich lege euch alle um. Oh, der schießt nicht auf uns. Okay. Lang spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie... Etwas lässt mich sprechen. Sieben was? Ist er erst eine Woche alt? Alt genug, um was zu wissen, in voller Größe aus dem Labor. Ich mach mal das. Er muss etwas über die Sache wissen, wenn er so lange überlebt hat. Überleben? Ja. Ich muss überleben. Aber nicht hier. Nicht gegen die Fleischwesen. Ich muss den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich die Glasmutter verlassen habe. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Du bist ziemlich verwirrt, kann das sein? Oder er hat einfach null Informationen gekriegt als Klon und er interpretiert es halt jetzt als so seine Dinge. Stimme und Feind erstmal. Okias Stimme? Hat er zu Ihnen gesprochen, als Sie in Ihrem Tank waren? Ich hörte die Stimme, nicht mit Ohren wie jetzt, im Inneren. Ich nannte sie Vater, das gefiel ihr. Aber sie war enttäuscht. Ich bin nicht so, wie sie mich braucht. Ein Labor voller Kroganer. Vermutlich ein Versuch, die Genophage zu heilen. Heilmittel? Davon war nie die Rede. Überleben, widerstehen, ignorieren. Okay, aber Sie haben versagt. Ja, warum? Wodurch haben Sie die Stimme enttäuscht? Ich weiß es nicht. Es wurde entschieden, bevor ich die Tankmutter verließ. Ich war nicht perfekt. Er wurde in einem Tank aufgezogen und ist vermutlich verrückt, wie der Söldner gesagt hat. Davon weiß ich nichts. Aber ich bin nicht perfekt. Ja, so verrückt wirkt er ja gar nicht. Untersuchen. Shit. Ja, machen wir das mal. Sie gehören angeblich zu einer Söldnerarmee. Erinnern Sie sich an Jedor? Ich kenne den Namen. Er macht mich wütend. Und ich muss lachen. Es ist kein Name, den wir singen werden, wenn wir marschieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe es oft gehört. Na gut, zeig uns mal das Labor. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okia sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg.
Kroganer sind stark. Wir haben's kapiert. Okay. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Macht das Sinn, dass man mitnimmt? Andererseits, er ist halt schon stark, ne? Könnte uns eigentlich helfen. Ja, soll mal mitkommen. Können Sie uns den Weg zeigen? Uns beim Durchkämpfen zum Labor helfen? Nein. Sie geben auf? Ich kämpfe, wenn Sie kommen. Aber tief in mir spüre ich, dass ich warten muss. Ich töte. Aber nur hier. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Okay. Ja, wenn du meinst, dann viel Spaß hier. Dann gehen wir erstmal. Man kann sich kaum bewegen. Zusammenbleiben. Sie sind frei. Rennt um euer verdammtes Leben. Hier machen wir mal das da. Und bei dir machen wir mal das da. Doch, geht ja gleich viel schneller. So, le. Oh. Okay, also er war halt wirklich eine Ausnahme, dass er da jetzt uns nicht gerade fertig gemacht hat. Und da kommen schon mehr. Ob der jetzt da gerade vorbeikommt? Direkt vor. Bitte einmal das und mach mal zweimal Inferno-Granate. Wenn ich könnte, würde ich sie halt nicht umbringen. Kann ja nicht wirklich was dafür. Ja, bitte. Sie sind durch meine Schilde durch. Das ist. Wo sind die anderen beiden? Kein Problem. Los geht's. Wo seid ihr? Wow! Holy shit! Howdy shit, howdy shit, howdy shit. Oh yeah. Verstanden. Wow, das war jetzt knapp. Ach, ihr seid's doch schon. Okay. Einmal so und. Schlagschuss ab. Oh, die haben. Sorry, wird jetzt gerade nicht so viel Quatsch. Aber da bin ich jetzt doch dezent angespannt. Okay, wir gehen von rechts. Oh, Medikit. Bitte, danke. Wo ist er? Ach, jetzt haben wir gleich fast zwei. Fuck. Ja. Ah, noch einer. Okay. Alter, wie viel sind denn das? Bitte, helfst du mir mal da? Danke. Okay, einer ist weg. Ihr seid aber schon selber schuld, ne? Platin. Nice. Moment doch mal. Bist du... Ah, nevermind. Okay, hier geht's nach oben.
Haben wir ja noch ein... Nee, das ist das, wo wir gerade herkommen sind. Ach, ein Rätsel wieder. Okay, werde ich schon hinkriegen. C. Wieder... Scheiße, war das jetzt hier? Oh ja, es war richtig. Nice. Ich glaube, nach unten gehen ist doof. Dann gehen wir es halt weiter nach oben hier. Organa auf 6 Uhr! Antworten Sie, verdammt! Wo sind Jadot und Ihre Leibwächter? Was haben wir hier? Sieht aus wie eine Art Krankenstation. Was das wohl ist? Mehr Schaden für Präzisionsgewehr. Ich hätte aber auch gern mehr Munition. Okay, dann schauen wir mal, was da hinter Tür Nummer 1 ist. Hallo Leichen. Sind die. Ja, okay. Präzisionsgewehr. Haben wir wieder 45 Schuss. Das freut mich. Okay, noch mehr. Kann ich mir mal ganz kurz umschauen. Das sieht aus, als wäre das wie ein riesiges Schiff oder ein ehemaliger Schiffswerft. Wo bist du jetzt gestorben? Ja, was laufst du auch davor? So, eine haben wir noch. Wo bist denn du? Wow, holy shit. Okay. Oh, komm, einer noch. Schau mal kurz her. Einmal ein Passfoto machen. Okay, keine Schilde mehr. Was, sind jetzt alle beide tot? Ach, nee. Okay, ich glaube, da müssen wir mehr mit Deckung arbeiten, dass die da nicht von alleine loslaufen. PDA. Ach, das ist wieder sowas. Würde mal sagen, so. Ich sehe es nicht. Das da vielleicht. Ja, und sowas ganz Grünes hier. Sehr gut. Ja, bringt uns noch gleich, jetzt sagt er, da wäre vielleicht irgendwie Informationen zu dem, was eigentlich hier abgeht. Endlich. Hab dich.
Bin dabei. Okay, gut, dann hätten wir das jetzt auch. Oh, da gibt es ja noch Sachen zum Abholen. Setzen! Das lasse ich mir natürlich nicht gehen. Junge, du zielst da. Die Berserker haben wir gekriegt. Aber die dritte Spezialeinheit greift immer noch an. Ich wiederhole, sie greift immer noch an. Wow, 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 wow. Protokoll 7. Scheiße, wir haben keine Fähigkeiten mehr offen. So, bitte, danke. Komm, schaut mal vorbei. Alles klar. Ach, da lebt er noch. Okay. Was haben wir hier? Noch mehr Tode. Sind wir da das gewesen hier unten? Schon, ne? Munition. Ihr könnt es wieder mal zu bin mir. Dabei. Alle Männer müssen aus den Labors abgezogen werden, um hier mitzukämpfen. Jede Ebene, jeder Außenposten. Bewegung! Ja, das war ja klar. Holy shit, das sind viele. Ganz ehrlich, wie wollten die eigentlich Krogana festhalten, wenn sie es schon mit unterlaufen können? Ich schwör dich wie ein Spielzeug! Eure Betäubungsschuss ab! Okay, gehen wir weiter nach vorne. Wow, das ist ja zielsuchend gewesen. Habt ihr das gesehen? Komm, da war doch noch jemand. Ist doch jetzt noch nicht tot. Geht's mal nach vorne, bitte. Ah. Okay, doch tot. Ich dachte echt, da wäre noch einer gewesen. Okay. Energiezellen. Munition für schwere Waffen haben wir bis jetzt noch gar nicht gebraucht. Safe. 4000 Credits. Nice. Auf meine Position konzentrieren. Auf okay, bevor wir durch die Tür gehen. Ah, da. Geht ja. Stade Hecken. Irgendwie das da. Und das da. Und dann irgendwas. Die Lichtung. Nice. 4000 Credits. Gut. Ab durch die Tür. Noch weiter nach oben. Hier muss es echt gewaltig gekracht haben. Okay. Kollegas. Kommt sie mit? Ja, ihr kommt. Vielleicht haben wir Nummer 1. Okay. Und Nummer 2. Die KI hat's geschafft. Oh. Was wieder sowas? Alter, lass mich doch meine Waffen wechseln. Das ist so unfair. Waffen wechseln.
okay. Nochmal. Schon erledigt? Ah. Okay, sehr gut. Was sag ich hier? Da war doch noch einer, oder? Ja, da hinten sind andere welche. Raketen-Lady, schau noch mal bitte vorbei. Ah. Oh, was hält denn der aus? Nicht aufgeben. Na, jetzt ist sie echt down gegangen. Ach, du bist ein Legionär. Ach du Scheiße. Was macht man denn da jetzt am besten? Gut, erstmal Einigkeit. Okay. Wo ist der Legionär? Ist er jetzt fertig? Nee. Ich würde jetzt gerne mal auf Dester gehen. Oh ja, ist fertig. Das wäre vielleicht was für die. Das wäre vielleicht was für die schwere Waffe gewesen. Der ist da drunter. Leute, geht's doch nach oben und schießt es von da. Problem. Haha, Momente vor dem Einschlag. Oh, das wird mich alles treffen. Ich mach mal unsichtbar. Und geht dann Gott nach hinten. Was natürlich nicht funktioniert hat. Jetzt bin ich unsichtbar. Autsch! Gut, hier habe ich wieder Munition. Komm, heil dich mal ein bisschen. Dankeschön. Okay. Liege unter Beschuss. Nicht. Bin dabei. Mit dem größten Vergnügen. Wo ist denn sie jetzt hin? Hallo! Und tschüss! Ach, da unten bist du! Alter, diese Raketenwerfer! Hat sich ausgeschossen! Kämpf mit normalen Waffen! Ich bin der Einzige, der hier da Spezialwaffen hat. Ach, da hinten wäre es auch noch durchgegangen. Okay. Ich hätte gern das hier. Und dann würde ich gern hier rein. Oh, Corgana. Aber nach dem, was wir hier die ganze Zeit machen, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Warlord mit uns mitgehen möchte. Vielleicht das hier, dann was mit was Blauem. Mit so einer Zeile. Ah, hier. Beim letzten sehe ich es jetzt gerade nicht. Ja, ich weiß. Da. Ah, oh, Gott sei Dank. Viel Zeit war es nicht mehr gewesen. So, Medigel und hier rein. Da sind sie ja. Ich habe ihr Vorankommen beobachtet. Ja, wir haben da ein paar Kollegen von euch umgebracht.
Es ist höchste Zeit. Die Batterien auf diesen Tanks warten nicht, während Sie mit diesen dämlichen Söldnern spielen. Sie wollen nicht mal meinen Namen wissen, bevor Sie Forderungen stellen? Ich kenne Sie, Shepard. Und ich bin sicher, auch Sie werden Forderungen stellen. Sie wurden nicht von den Toten zurückgeholt, weil jemand einen Diplomaten brauchte. Überrascht? Alle Kroganer kennen Sie. Oder haben Sie Ihre Aktion auf Würmeier schon vergessen? Ich entschuldige mich nicht. Es war die effektivste Lösung. Ich stimme Ihnen zu. Sarens blasse Horde war zudem nicht wirklich kroganisch. Zahlen allein sind bedeutungslos. Der Fehler eines Außenseiters, den auch diese Söldner begangen haben. Ich habe Ihrer Anführerin meine Abfallprodukte für Ihre Armee gegeben. Aber jetzt wird sie ungeduldig. Es ist Zeit, dass Sie mich von hier wegbringen. Ist uns völlig egal. Wir sind wegen der Kollektoren hier. Verstehe. Ja, die Kollektorenangriffe haben zugenommen. Ein Problem der Menschen. Meine Anforderungen lagen gänzlich woanders. Ich habe mir das Wissen angeeignet, einen reinen Soldaten zu schaffen. Damit werde ich der Genophage die größte Schmähung zufügen, die ein Feind erfahren kann. Ich werde sie ignorieren. Ihre Methoden sind extrem, aber Sie wissen, wie man eine Bedrohung analysiert. Werden Sie uns helfen? Vielleicht können wir eine Abmachung treffen, was meinen sicheren Transport angeht. Aber mein Prototyp steht nicht zur Debatte. Er ist der Schlüssel zu meinem Vermächtnis. Moment, wortwörtlich fluten? Hier, okay. Ist sie wirklich so willensschwach? Sie wird mein Vermächtnis mit einem einzigen verdammten Ventil auslöschen. Shepard, Sie wollen doch Informationen über die Kollektoren. Halten Sie sie auf. Sie wird versuchen, auf Gefahrenstoffe in der Lagerbucht zuzugreifen. Jetzt wissen Sie plötzlich was. Keine Spielchen, Okia. Ich gebe Ihnen, was in meiner Macht steht. Mein Vermächtnis muss dieser Beleidigung trotzen. Jador wird bei den aussortierten Tanks sein. Beseitigen Sie sie. Ich bleibe hier und tue, was getan werden muss. Ja, und an der Stelle machen wir erstmal Pause. Es geht weiter in der nächsten Folge. Und also hätte ich die Wahl, würde ich, glaube ich, nicht mitnehmen. Na, kann er nicht zustimmen, was er da macht. Also, bis dahin, ab zur nächsten Folge. Tschüss.